play it cool. So Leute, hallo, da bin ich mal wieder und ich habe heute mal ein bisschen anderes Spiel für euch. Schauen wir einfach mal rein. Wir haben noch das kleine Intro und dann schauen wir uns das kleine Videofilmchen an. So, da haben wir auch schon den Titel des Spiels, Gasgaslers Extreme. Und ja, das ist Extreme, steht einfach für das, was ihr in dem Video gesehen habt. Und genau darum geht es in dem Spiel. Und zwar um Rennen fahren und um andere auszuschalten. Das ist so wie eine Mischung aus Mario Kart und COD oder so ähnlich. Sucht euch aus, was ihr wollt. Und ist einfach geil gemacht. So. Ich habe die Karriere schon angefangen gehabt, hier gibt es verschiedene Menüs, allein das Menü ist schon geil gemacht und die Hintergrund- und Rockmusik, einfach der Hammer, es macht süchtig. Schnelles Spiel, da kann man sich dann Strecke auswählen, Auto auswählen, Waffe auswählen, da gibt es richtig krasse Waffen. Kann ich euch gleich mal im Einstellungsmenü nochmal zeigen, Profil wählen, Mehrspieler gibt es natürlich auch, das ist dann online. Optionen, ganz normal Einstellungen, Credits, das ist Outro und Spiel verlassen. So, wir setzen aber die Karriere fort und ich zeige euch mal, was ich da bisher so gemacht habe. Muss selber mal gucken, was wir jetzt noch für Rennen übrig haben. Ja, so, das Auto ist ein bisschen kaputt, das reparieren wir erstmal. So, sieht das doch schon viel besser aus. Fangen wir mal mit der Garage an. So, die Autos habe ich schon gekauft. Angefangen hat es mit dem Auto hier. Und wie ihr mal so auf die Namen von den Autos achtet, seht ihr, dass die alle so richtig lustige Fake-Namen, sag ich mal, haben. Weil die sind Autos nachgebildet, zum Beispiel das der Mercedes jetzt, und der heißt McGrider RLS Benson. Ja, das könnte das wohl recht heißen. Ich glaube, ihr könnt es erraten. So, hier ein Fat Fico. Ficho, das ist ein Fiat. Dann haben wir hier ein Rhino JTR, ein Micro GT, ein Fowler Perkan, Flagstocker, Lord Crappy, Hound DX, Lunja Penta Immorale, Masterati. Was könnte das wohl heißen? Deflorator, was heißt das wohl? Hound Bermude. Caillou GTR, Bummer 3 MJTR, ja, kann nur BMW sein. Lord Shaggy, den habe ich. Und hier kann ich verkaufen. So, dann gibt es aber natürlich noch einen Autoshop. Da werden dann noch mehr freigeschalten, je mehr man freifährt. Einmal ein Ford Jag Bandit, ein Doc Diaper, ja, der heißt tatsächlich Doc Diaper. Ein Shaggy Python, El Matador. Und ein Stallion. Ja, ne?
so sieht das aus. Meiner ist schon ziemlich weit aufgerüstet. Wir können uns hier mal noch genau die Waffen anschauen. Mit der fängt man an. Das ist eine doppelrohrige Schrotflinte. Pump Daddy, dann haben wir Maschinengewehr MG11. Double Trouble, das ist das Doppelte von dem hier. Dann haben wir Hemp Intruder, das ist ein einfacher Raketenwerfer. Dann haben wir hier The Spawn Dog M143A. Katushia, das ist dieser Raketenwerfer nur in vierfach. Dann haben wir einen Gangbanger, das ist auch eine Automatik. Stutcluster, das ist ein Granatwerfer. Ein Alzheimer haben wir hier. Den Party Booper. Den Gun on Rails. Und natürlich noch ein Piglet. Das ist ein Atomraketenwerfer. Ja! Das ist geil, das Teil. Aber ich finde immer noch am besten das hier. So, Upgrades kann man natürlich auch kaufen für Motor, Bremsen, Reifen, Munition und Panzerung. So. Und dann schauen wir jetzt auch rein und babbeln nicht länger. Das Hardhat Junkies Turnier ist jetzt verfügbar. Okay, das Turnier. So, dann haben wir hier unten einmal die Power Events. Das ist einfach Rennen fahren mit Items, aber ohne Waffen. Hier haben wir natürlich Rennen fahren mit Waffen und Items. Knockout, muss man schauen, dass man als letzter übrig bleibt im Rennen. Deathmatch ist jeder gegen jeden. Last Man Standing, da muss man alle gucken, dass alle sterben und was letztes übrig bleibt, nicht im Rennen, sondern auf einer kleinen Map. Und Meisterschaft kann man hier anfangen, das sind mehrere Rennen hintereinander, die fangen wir jetzt aber nicht an. Ich würde einfach sagen, wir machen mal hier, die Map kenne ich sogar noch, glaube ich gar nicht. Last Man Standing, obwohl nein. Wir machen einfach das Battle erstmal, worum es hauptsächlich in dem Spiel geht. Das heißt Rennen fahren mit Waffen und Items. Dann legen wir doch gleich mal los. Wir haben hier schon wieder andere Musik. Hier fährt die Kamera nochmal durch. Da sieht man jeder, der mit teilnimmt. Da laufen ein paar Hühnchen auf der Strecke. Die kann man umfahren. Gibt übrigens auch Punkte. Man fängt immer als letzter an, egal ob man gewonnen hat oder nicht. Und schaut euch mal einfach mal die Namen von den anderen an. Shlomo, Sexual, Shavanna, die Can you see me? Das ist Can you see me? Und lauter solche geilen Sachen. So. Übrigens durch so Sprung und so lädt sich das Nitro auch wieder auf. Fuck you, Alter. Und Fire Zone. Ich kann auch übrigens nach hinten schießen und nach vorne. So. Jetzt müssen wir halt einfach mal schauen, dass wir den hier irgendwie wieder hinter uns bekommen. Nur ein bisschen nach hinten geschossen. Hier hatten wir einen Tierbonus gerade, das heißt, wir haben ein Tierchen überfahren. So, warum treffen wir den gerade? Absolut gar nicht, das ist ja unmöglich. Überholt haben wir. Fuck, Alter. Oh, das war eine scheiß Blendgranate. Fuck! Und gleich noch mehr Nitro eingesammelt, das ist schon mal fucking eigentlich gut, wenn ich hier nicht wieder verkacken würde. Und so actionreich sieht das Ganze dann aus. Alter! Oh mein Gott, was macht ihr? Okay, das Rennen ist mega scheiße gelaufen. Aber es demonstriert, glaube ich, ganz gut, was man hier alles machen kann. Ich bin übrigens Sechster, das wird unten rechts, unten links in der Map angezeigt. Oh Gott, was fahre ich denn hier zusammen, Mann? Jetzt bin ich so weit gekommen und dann zeige ich euch so einen Mist hier. Das geht mal gar nicht. Egal, wir fahren danach einfach nochmal. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. So. Ach, ich glaube, man kann auch da rechts durchfahren, wa? Ja, kann man tatsächlich. Warum bremse ich denn hier? Ich Vollidiot. Ethan!
So. Hier treffen wir vielleicht doch nochmal jemand. Einfach mal mitten reinballern. So. Scheiße, das ist leer. Der ist kaputt gegangen. Wunderbar. Hier fahren wir mal hier durch und nehmen hier den Scheiße, nicht das Schild mit. Der heißt zufällig auch Gasgasler. Das war ein Ölfleck, da sollte man übrigens nicht durchfahren. Und wir sind nicht mehr Erster geworden. Ah, wir haben noch eine Runde. Das ist sehr geil. Weil dann können wir hier nämlich doch vielleicht noch mal ein bisschen jemanden tot machen. Und wir werden dann doch noch eventuell Erster, wenn wir nicht durch jeden scheiß Ölfleck durchfahren. Dann schaffen wir das vielleicht sogar noch. Fuck, Alter. Das wird ganz eng, aber man kann es gewinnen. Also so mit Vollgas hier nochmal durch. Do it now! Die Kommentare sind sowieso immer beste. So, und one lap. Oh, wir haben noch eine Runde. Ich dachte, vorhin war die letzte. Egal, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Das war jetzt ein Item, das sich doppelten Schaden macht. Da haben wir dann so rote Raketen. Die jetzt übrigens schon vorbei sind. Wir haben ein Schild bekommen. Jawolo, jawolo, jawolo. Man sollte sich die Strecken übrigens gut merken, dass man weiß, wann man anbremsen sollte. So wie hier, dann kann man nämlich perfekt um die Kurven rumbrettern. Sonst wird das nämlich ein bisschen schwierig. So ist aber diese roten Raketen, was ich vorhin meinte. Und wir haben gewonnen. 30.000 Belohnung und 32.000 Bonus. So fährt man richtig. Das mit dem Zielen ist erstmal ein bisschen schwierig. Töte mindestens 2 Gegner in einer Runde haben wir. Stelle sicher, dass Shlomo Sexual das Rennen nicht beendet. Ja gut, das ist ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen. Aber wir setzen das fort. Und so sieht ihr mal, sieht ein Rennen aus. Ziemlich actionreich geladen. Aber finde ich mega, mega spannend. Und dann schaltet man mindestens ein Teil immer frei, wenn man gewinnt. Ich habe jetzt eine Strecke freigeschalten. Oh. Sponsor, möchtest du dem Sponsorenauto fahren? Gratulation, du hast Rennen in Folge gewonnen und hast einen Sponsor angezogen. Wenn du Militärsponsoraufkleber auf ein Auto gibst, dann geben sie dir zusätzlich 10% für jede Renngeldbelohnung. Vergiss einfach nicht, du musst immer gewinnen. Wenn du zu oft verlierst, verlässt dich der Sponsor. Ja, möchte ich von mir aus. Oh, geiler Sticker. Okay, cool. Dann reparieren wir das einfach mal. Kein Schaden. Cool. So sieht das aus. Ein normales Rennen. Das hier sieht jetzt ganz genauso aus, nur ohne Waffen halt. Und hier haben wir... Nee. Ah, wir haben gar kein Sponsorenrennen gerade. Dann gibt es ab und zu so Sponsorenrennen, die muss man gewinnen. Meisterschaft fangen wir jetzt nicht an. Last Man Standing, das können wir probieren. Die Map ist ganz cool. Oh nein, die kenne ich gar nicht. Warburg kenne ich nicht. Ich habe Zagreb bis jetzt gehabt. Das sah so ähnlich aus. Hier kann man verschiedene Waffen einsammeln, der muss hier sich jetzt einsammeln. Ich nehme doch gleich mal das hier, das ist mit automatischer Zielhilfe. Ich muss hier ganz schnell mal weg, weil der hinter mir hat eine Schrotflinte und das ist nicht ganz so gut. Der muss sterben, Alter. Oh Mann. Da gibt es natürlich diese Reparatur-Dinger. Und das wird dann extrem schwierig, da hier so ein bisschen zu gewinnen. Das ist wie gesagt eine offene Map. Hier muss man ein bisschen suchen. Den kriegen wir, glaube ich, runter, oder? Jawohl, erster ist down. Dann schnell heilen. Das war wohl nix. Egal. So, da finden wir noch mehr davon.
und darum geht es halt hier einfach zu gucken, als letzter übrig zu bleiben. Es nicht vergessen, immer wieder zu heilen. Time to move up, baby. Was machst du? Ey, ist egal. Man hat hier übrigens hinter sich so einen Kreis unten in der Mitte vom Bildschirm, dass man genau sieht, wann jemand wo fährt. Fuck, jetzt sollte ich hier weg, weil ich habe noch 8% fucking Leben und ich sollte mir ganz schnell was zu heilen suchen. 6%, so, jetzt haben wir wieder 31%, das war verdammt knapp. Muni sammeln, Heilung sammeln, Muni sammeln, Heilung sammeln. So. So. Den nehmen wir auch noch mit. 3 Kills haben wir safe. Uns machen wir wieder ein bisschen Heile hier. Wie gesagt, es ist eine freie Map, da muss man sich selber zurechtfinden und suchen. Jetzt sind noch 2 außer mir übrig. Die müssen wir jetzt noch finden. Und einfach mal erledigen. So schwer kann das doch nicht sein. Jawohl, jetzt ist noch einer übrig außer mir und den müssen wir finden und erledigen. Gespannt, wo der ist. Ach ja, und für alles, was man so umfährt und kaputt macht, kriegt man auch nochmal Punkte. Also das ist richtig geil gemacht. Man ist hier übrigens sehr schnell unterwegs. Ich nehme jetzt mal noch alles mit, was ich hier so finden kann. Weil das gibt nämlich schön Punkte. Wir verteilen hier einfach mal überall Items, würde ich sagen. Upsi. Fast durch Öl durchgefahren. Naja, das ist halt eine kleine Suche jetzt, den zu finden. Ja, ja. Wo ist denn der Schlomo, Alter? Ich würde sagen, wir warten jetzt hier einfach mal in der Mitte. Säbeln wir hier alles um so lang. Den muss ich kriegen, Alter. So. Und da haben wir gewonnen. Ich habe aber 4 Kills gemacht. Ihr habt das selber gesehen. Das verstehe ich nicht ganz. Naja, Belohnung 43.000. Kann man lassen. Hä, hey, ich habe mindestens 4 gekillt, Digga. Nur die anderen drauf mitschießen, ey. Unglaublich. Jo, und schon sind wir oben in der kompletten Rangliste. Reparieren wir noch eben. So. Man verdient hier übrigens sehr viel Geld. Wir haben jetzt schon wieder 460.000 insgesamt. Und dafür könnte man sich ja noch ein Auto gönnen. Zum Beispiel den hier. Na, der reicht noch. Und 129.000 kostet der nur. Okay, dann haben wir jetzt den. Dann tut man hier sich die Waffen aussuchen. Ich bin wieder für den hier. Ist schon drauf, genau. Dann kann man die ganzen Upgrades noch reinballern. Das hier
das hier, das hier, das hier, das da hier, das da hier. Und da gibt es noch welche zum Freischalten. Mhm. Reifen natürlich auch noch. Muni, das hier, jawoll. Das ist Armor Pack und hier noch die Rüstung und so. Und wir haben immer noch 71.000 übrig. Jetzt haben wir ein viel geileres Auto. Jo. Und vor allem ein schickeres Auto. Und das war nämlich das, was auch in der Vorschau war. In dem Video, wo wir vorhin gesehen haben. Ja, Rangliste sind wir ganz oben. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, belasse ich es mal dabei für die Zeit und mal gucken, vielleicht mache ich da noch mehr Videos von, wenn es euch gefällt. Gibt es übrigens für 4 bis 6 Euro bei Steam das Spiel, also ist ein richtiges Schnäppchen. Ja, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.